Heyo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja Leute, heute habe ich für euch weitere Kopfhörer, wie soll es auch anders sein, und zwar in einer besonders umkämpften Preisklasse. Und zwar habe ich für euch die Lenovo LP1S. Die kosten ja etwa 15 Euro auf AliExpress, auf Amazon rund 30 Euro. Und das ist ja, wie gesagt, eine sehr umkämpfte Preisklasse. Und ob das weitere Standardkopfhörer sind, bis Müllkopfhörer, die in der Masse untergehen, oder ob sie jetzt wirklich überzeugen können oder aus der Masse herausstechen, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß, legen wir direkt los. Die Lenovo LP1S kommen in einem relativ klassischen Design. Es ist nicht unbedingt an andere besonderen Markenkopfhörer angelehnt, aber es sticht auch nicht besonders aus den anderen günstigen Kopfhörer heraus. Das Case ist ebenfalls, wie soll es auch anders sein, natürlich aus Plastik gefertigt, ebenso wie die Kopfhörer, und ist auch ziemlich fingerabdruckanfällig, wirklich ziemlich fingerabdruckanfällig. Und die Qualität an sich ist auf jeden Fall in Ordnung, geht besser, geht aber auch nochmal einen Tick schlechter. Und die Kopfhörer sind in den Farben schwarz und weiß erhältlich. Auch hier wieder nichts Besonderes, aber auf jeden Fall ein guter Standard, würde ich sagen. Die Kopfhörer werden natürlich magnetisch in den Case aufgehalten und können damit auch nochmal dreimal aufgeladen werden und unterstützen dann so eine Akkulaufzeit von ungefähr 4 Stunden, könnt ihr euch darauf einstellen. Die Kopfhörer halten soweit in Case auf jeden Fall gut, aber ja, sie werden nicht wirklich reingezogen. Also wenn ich sie reinlege, habe ich irgendwie ein bisschen Angst, dass sie rausfliegen, und das darf eigentlich nicht sein, aber nichtsdestotrotz halten sie fest, von daher alles gut. Und wo wir schon bei den Kopfhörern sind, diese Kopfhörer unterstützen kein ANC, kein Transparenzmodus, kein AAC-Codex, sondern nur den billigsten von billigsten Codex SBC. Und sie haben keine In-Ear-Erkennung. Alles soweit altbekannt in der Preisklasse, sage ich mal. Nicht besonders krass, nicht besonders schlecht. Ist auf jeden Fall okay, aber ein AAC-Codex hätte ich mir hier auf jeden Fall gewünscht. Das hätte auch für den Preis selbst noch drin sein müssen. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Audioqualität aus. Dazu aber später mehr. Erstmal möchte ich noch was zu dem Lieferumfang sagen. Neben der Verpackung haben wir noch im Lieferumfang einmal zwei verschiedene Ohraufsätze. Auch das ist Standard. Ein bisschen mehr wäre natürlich toll gewesen, aber ist auf jeden Fall okay, würde ich sagen. Und dann haben wir noch ein sehr kurzes USB-C-Kabel, denn diese Kopfhörer haben USB-Typ-C. Wireless Charging natürlich nicht, aber USB-C, und das ist auch schon mal ein kleiner Vorteil im Gegensatz zu anderen Kopfhörern in der Preisklasse. Das kann man durchaus lobend hervorheben. Wie sieht es mit dem Tragekomfort aus? Und hier muss ich sagen, also die Ohraufsätze, die mitgeliefert wurden, habe ich alle mal getestet, und auch mal kurz an Rande, es war so frickelig, immer die Ohraufsätze anzubringen. Da habe ich irgendwie mal jeweils eine halbe Stunde pro Kopfhörer pro Aufsatz gekämpft, um sie irgendwie drauf zu bekommen. Das hätte man besser lösen müssen. Und auch an sich sitzen sie eher okay. Ich sag mal so, sie sitzen fest und sie fallen auch nicht raus, aber auch schon nach so einer halben Stunde ungefähr ist ein unangenehmes Drücken im Ohr. Hier hätte man vielleicht noch einen Ohraufsatz mehr mitliefern können, aber nichtsdestotrotz, für viele sollte es passen, ist auf jeden Fall okay und auch hier wieder der Preisklasse angemessen. Kommen wir aber jetzt auch schon zu dem Punkt, der euch am allermeisten interessieren dürfte, und zwar die Klangqualität. Und das ist auf jeden Fall ein Lichtblick für die Kopfhörer. Und zwar, ja, es ist erstmal vorneweg, ist es kein Vergleich zu den AirPods Pro oder sonstigen In-Ear-Kopfhörern, die deutlich höher angesiedelt sind. Auch das darf man natürlich hier wieder nicht erwarten. Aber die Audioqualität an sich ist für die Preisklasse auf jeden Fall solide.
Und zwar sind diese Kopfhörer hier wirklich auch wieder sehr basslastig. Aber es handelt sich nicht um einen eher künstlichen Bass, sondern der Bass hört sich wirklich natürlich und lebendig an, sage ich mal. Das haben sie wirklich gut geregelt, sage ich mal. Aber an sich ist bei den Klang noch Luft nach oben. Denn ja, die haben hier einen sehr guten Bass, aber die Kopfhörer sind sehr basslastig, worunter die Mitten und die Höhen ja wirklich schon stark untergehen. Und ja, auch leiden, die Mitten und Höhen hören sich hier nicht so überzeugend an. Es ist in Ordnung, auf jeden Fall der Preisklasse angemessen. Aber hier bin ich zum Beispiel von den Redmi AirDots 3, die nur, auch wenn man einen Import nimmt, nur etwa 5 Euro mehr kosten, bin ich da deutlich, also es ist ein ganz anderes Niveau. Da bin ich wirklich viel mehr gewohnt, weil die Redmi AirDots 2 zum Beispiel, die kosten nur 5 Euro mehr und haben dafür aber einen wirklich ausgewogenen Klang, wirklich einen hervorragenden Klang. Die Redmi AirDots 3, die sehe ich eher als so ein AirPods-Killer, denn die haben auch noch eine In-Ear-Erkennung, aber natürlich auch wieder kein ANC und so weiter und so fort. Aber dafür auch wieder so ein ABTX-Codec. Also ihr merkt schon, die Kopfhörer sind auf jeden Fall für die Preisklasse solide, aber auch nicht mehr, auch nicht weniger. Kommen wir nun schon zum Fazit, was ich gerade schon ein bisschen vorneweg genommen habe. Und zwar sind die Kopfhörer auf jeden Fall für die Preisklasse gut, solide, in Ordnung, mehr aber auch nicht. Nichtsdestotrotz, falls ihr günstige Kopfhörer sucht, kann ich euch die hier auf jeden Fall ja empfehlen. Wirklich besseres gibt es für genau den Preis nicht. Aber was ich euch am meisten empfehlen würde, legt nochmal 5 Euro drauf und holt euch die Redmi AirDots 3 oder andere Kopfhörer. Aber so für die Preisklasse kann ich euch die auf jeden Fall empfehlen. Das klang jetzt alles natürlich kritischer als es ist, sage ich mal. Die meisten Leute werden mit diesen Kopfhörern auf jeden Fall zufrieden sein und auch durchaus ihren Spaß haben. Auch wenn man hier leider auf den AAC-Codec verzichten muss. Aber damit sollte man leben können. Nennenswert ist aber auch noch, dass diese Kopfhörer, falls ihr euch YouTube-Videos anschauen wollt oder so, da haben sie eine gute Verzögerung, also wirklich eine, ja, so 2-3 Sekunden Verzögerung. Aber Musik hören und so schafft ihr natürlich mit diesen Kopfhörern ohne Probleme. Das soll es aber auch schon von diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Falls noch irgendwelche Fragen offen geblieben sind, einfach ab nach unten in die Kommentare. Ich werde alles beantworten, ich werde mir alles durchlesen. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, unterstützt mich gerne mit einem kostenlosen Like und einem Abonnement. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein, ciao und bis zum nächsten Mal.